Bar pro H2? Nö, brauchst du nicht. Ich So, was machen wir jetzt, Lamia? Wir machen ein Survival-Täschchen für Lamia für den Kindergarten. Und zwar, was packen wir rein? Haarspangen und Haargummis, falls Lamia welche braucht. Aber mach jetzt nicht alle rein, ne? Nur ein paar. Und ein paar Haargummis. So, zack. Das war's schon, das reicht ja schon. So. Und dann kannst du es zumachen und dann machst du es in dein Körbchen rein, okay? Und das schmeißen wir in Müll. Machst du zu und dann fahren wir los? Was ist das? Ein Haargummi. Ich will noch ein ein Weihnachtshaarspänkchen? Ja. Na gut. So, dann mach zu und dann fahren wir los. Das ist übrigens eins der Kleider, die ich der Lamia genäht habe. Wir haben jetzt 8.27 Uhr. Und jetzt geht's ab in den Kindergarten. Komm, Süße. Komm, ich pack's weg. Mama. Ja. Was ist mit das? Nee, das nicht. Komm. Das ist ja nur, falls du mal eine verlierst oder eine brauchst, damit du da was hast. Damit du dir nicht immer eine ausleihen musst. Na komm. Auf geht's. Oh, ich hab mein Tier vergessen. Dein was? Tier. Dein Tier. Okay. Guten Morgen, meine Hübschen, es ist Montag. Wir sitzen hier im Auto und sind schon in Venlo. Und zwar im Treffcenter, beziehungsweise nicht eben, sondern vorm Treffcenter. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute einfach mal so eine kleine Montagmorgenroutine, was ich montagmorgens mal mache. Das ist immer der Tag, wo ich wirklich ganz früh starte und direkt einkaufen fahre. Ich trinke nur meinen Kaffee, meistens zwei. Kinder, wenn die alle aus dem Haus sind, der Dominik auch, schnappe ich mir den Carlos und fahre sofort los. Wir haben jetzt 9 Uhr. Und diesmal habe ich mir gedacht, ich fahre mal nach Venlo einkaufen, mal was anderes, irgendwie nicht nur nach Aldi und Lidl und Real, sondern fahren wir mal nach Venlo. Und das ist so, so schön leer hier. Ich war noch nie in der Woche morgens in Venlo einkaufen und ich freue mich auf jeden Fall. der Carlos ist im Maxi-Cosi und ich nehme euch jetzt einfach mal mit durch meinen Vormittag am Montag und ich sag mal viel Spaß beim Video. I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step. Es ist wirklich unglaublich, hier ist so gut wie nichts los. Ich glaube, wir sind noch 5 Leute, die hier einkaufen. Kichererbsen. Kann das sein? Heißen die hier Chickpeas? Jo. Jo. Und da ist der Carlos. Ne? Ja, bin hier schon fast fertig mit meinem Einkauf. Es hat echt hier eine mega Auswahl an allem. Wahnsinn. Auch hier die türkischen Sachen sind irgendwie viel mehr als bei uns bei Real zum Beispiel. Gibt es hier sogar hier Köfte, Würzmischung. Was ist das? Bulgur, Gewürzmischung. Gewürzmischung, Gewürzmischung, Gemüse. Ach, ich glaube, das brauche ich einmal. Das muss ich einfach mitnehmen. Hier mein Einkauf aus Holland und hier ist noch mein Einkauf aus dem DM. Ich gehe nämlich montags immer zu dem DM. Und ja, ich sage euch mal eben, was ich so gekauft habe. Einmal hier für Lamia von Albro Karamelljoghurt und Vanillejoghurt. Dann
Käse, Salami und Fleischwurstaufschnitt für die Kinder. Da habe ich hier so Mini-Feigen. Die hatten wir letztes Mal schon. Die sind super lecker. Dann einmal Ziegenkäse, so in runden Scheiben. Nee, Scheiben. Ja, auf jeden Fall so halt geschnitten. Da wollte ich einen Salat zu machen und einen Salatbeitrag auf dem Blog. Also falls ihr auch einen Salat machen wollt am Samstag, das braucht ihr dafür. Dann haben wir einmal Hähnchenfilet und Black Angus Roast Beef Scheibchen. Jo, das gibt's morgen, das gibt's übermorgen. Ich habe immer so einen 3-Tage-Plan. Dann habe ich gekauft Koriander und Schnittlauch. Blaubeeren gehen im Moment hier richtig gut weg. Habe ich direkt 2 Pakete geholt, das sind 600 Gramm, die sind morgen weg oder übermorgen. Die Kinder essen die so auf und die aus Holland, die schmecken echt richtig, richtig lecker. Und dann hier, wie heißt das nochmal, Physalis. Und wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, verpackt in Plastik, ja, die Holländer packen viel in Plastik ein. Aber ich muss sagen, bei Physalis macht das für mich sehr viel Sinn. Ich habe direkt 2 Pakete gekauft, weil ich die letzten Male, als ich die hier gekauft habe, in der also natürlichen Verpackung, ohne Witz, die Hälfte war verschimmelt. Und das ist richtig eklig. Und da sehe ich jetzt auch nicht ein, 2 oder 3 Euro zu bezahlen. Und wenn ich die aufmache, ist eine nach der anderen total verschimmelt. Das ist eklig. Und so sehe ich einfach, okay, die sind alle super. Pack die in ein Schüsselchen und wir können die einfach so schnell essen. Und ja, ich weiß, ist zwar nicht gut für die Umwelt, aber mein Geld für Schimmel auszugeben ist auch nicht besonders gut. Und man kann die auch nicht wirklich aufmachen, ne? Wenn die dann so verpackt sind. Dann eine riesen Süßkartoffel, da wollte ich dem Carlos machen. Ein Süßkartoffelpüree. Kichererbsen, heute gibt es nämlich Kichererbsen-Minestrone. Da habe ich Brot gekauft. Dann hier Knollensellerie. Gemüsebrühe. Dann habe ich das hier gesehen, das fand ich immer ganz interessant. Knoblauch-Korianderbrot, indisches. Das ist bestimmt richtig lecker. Dann eine Wasserflasche für den Carlos, weil ich nicht weiß, wo seine Wasserflasche ist mit dem Griff hier. Total doof, die ist irgendwie weggekommen. Dann diese wunderschönen Schüsseln, sind die nicht toll? Die sind doch schön, oder? Ich finde die total schön, die habe ich da mitgenommen. Dann eine neue Schere, denn unsere Schere ist total stumpf, ich habe hier nichts geschnitten, weil Dominik das für seine Pflanzen benutzt und so weiter, das geht ja mal gar nicht. Und deswegen ist sie stumpf geworden. Dann, ja, die holländische Küchenabteilung ist echt fies, muss ich sagen. Dann hier diese Messlöffelchen, sowas habe ich auch, ich habe einfach mal mitgenommen. Ich opfer. Und dann diese 2 hier, so eine kleine, wollte ich schon immer mal haben. Vergesse ich jedes Mal bei Ikea mitzunehmen. Diesmal habe ich die aus Holland mitgenommen. Und mein Rührbesen ist mir letztes Mal kaputt gegangen. Ich brauchte auf jeden Fall einen neuen. Und anstatt von Tupper habe ich jetzt einfach hier so ein No-Name-Ding mitgenommen. Dann Eier von Hühnern, die mit Mais gefüttert worden sind. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Leberwurst, Tomaten-Zeugs hier und 2-mal Alpro-Sahne. Ja, das war mein Einkauf aus Holland. Und gleich zeige ich euch DM. So, hier habe ich jetzt alles schön angerichtet. Das sieht doch schon mal wunderbar lecker und sehr appetitlich aus. Und dann, ja, ich habe es schon gewaschen und jetzt muss man einfach so lecker zugreifen und essen. Sehr lecker. Ich habe jetzt nicht alle Blaubeeren, der Rest ist im Kühlschrank. Und von den Physalis ist auch eine Packung, ist das hier. Und bei den Feigen habe ich aber die komplette Packung da reingemacht, beide. Und jetzt geht's ab zum DM-Haul. So, jetzt geht's ab zum DM-Haul. Gucken, wie spät wir haben. 11.08 Uhr. Das ist montags immer so. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Ich denke aber nicht, dass ich nochmal nach Holland fahren werde, um einzukaufen, weil das doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück finde ich ganz schön viel. Das sind 40 Minuten. Dann, ja, ist schwierig, weil das Obst im Moment bei uns ist überall so grottenschlecht und so teuer. Und ich habe letztens, ob ich das bei Edeka hole, bei Penny kannst du das oder so nicht wirklich gut Obst kaufen. Bei Real ist kaum Auswahl da und das, was da ist, ist dann, musste ich teilweise Sachen wegschmeißen, weil ich zu Hause war. Einen Tag später waren die Sachen dann verschimmelt. Das geht ja mal gar nicht. Ja, und in Holland habe ich das bis jetzt noch nicht. Deswegen habe ich heute spontan gedacht, ich fahre einfach mal direkt nach Holland und kaufe da alles ein. Aber vom Zeitaufwand ist das echt sehr zeitintensiv. Und wenn jetzt viele sagen, ist doch das Obst, was regional ist, Äpfel, klar.
Ne? Aber sonst hast du jetzt im Moment nichts. Ne? Äpfel, Orangen und Birnen. Und die Birnen, die gehen gar nicht. Ich habe noch keine leckere Birne gegessen. Es ist immer so mehlig und steinhart. Und, ne. Und nur Apfel kann ich auch nicht essen. Ich brauche das einfach. Und so Mango und Blaubeeren und Himbeeren. Das kriegst du auch bei Edeka und so. Aber wie gesagt, da ist das um einiges teurer. Und es ist in letzter Zeit echt immer sehr schnell schlecht geworden. Deswegen Holland. Ja, dann zeige ich euch mal, was ich bei DM gekauft habe. Zweimal hier Denk mit für die Toilette. Einmal für oben, einmal für unten. Dann zwei Pakete. Ein Paket Datteln. Nee, zwei habe ich gekauft. Ja, zwei Pakete Datteln. Entsteinte, die von DM, die sind am leckersten, finde ich. Dann einmal Walnusskerne, habe ich noch nie probiert von der DM Eigenmarke. Habe ich einfach mal mitgenommen, so für zwischendurch mal. Dreimal für den Carlos Apfel-Bananen-Müsli, der isst das total gerne. Und dann einmal Apfel-Pfirsich mit Siebenkorn und nochmal Apfel-Bananen-Müsli. Jo, das habe ich so für eine Zwischenmahlzeit mitgenommen. Dann meine Allzwecktücher, einmal in der, in Blau mit pure Frische und zweimal Apfelblüte. Die sind auch meistens fürs Badezimmer. Mittlerweile gebe ich der Joanna auch ein Paket für ihr Zimmer. Da kann die einmal ihr Zimmer alles mal so durchwischen. Das macht die ganz gerne. Die Lamia ja sowieso. Dann einmal Dinkelspirelli. Und was noch? Upsala. Zweimal Bio-Spiritus Multiflächenreiniger von Frosch. Den habe ich nämlich neu für mich entdeckt. Den habe ich unten beim Aufräumen jetzt mal gefunden. Und ist schon fast leer. Und der ist so geil, ehrlich, der ist richtig gut. Dadurch glaube ich, dass da Spiritus drin ist, reinigt das richtig super. Und die Oberflächen, die glänzen ohne Ende hier bei mir. Steht ja auch drauf, ideal für Hochglanzmöbel. Aber das Ding ist, es gibt die nicht überall in jedem DM oder die sind immer total schnell ausverkauft. Deswegen habe ich direkt mal zwei mitgenommen, ein Backup. Weil ich war jetzt in drei DMs und in drei Stück hatte ich das nicht gefunden, das Orangenzeug. Nur dieses hier. Orangen Universalreiniger, das nehme ich immer für den Boden, aber das ist halt nicht für die Oberfläche. Mein Montagseinkauf. Könnt ihr mir übrigens erzählen, wie oft ihr in der Woche einkaufen geht? Ich plane eigentlich meistens so, dass ich so für drei Tage Mittagessen plane. So morgens und abends wird ja meistens Brot gegessen oder die Reste, die mittags halt übrig sind. Da kaufe ich einfach ein, was mir gerade in den Finger kommt. Aber mittagessenmäßig, ich habe es mal wochenmäßig versucht, dass ich für fünf Tage plane. Aber irgendwie kriege ich das nicht rein. Also drei Tage klappt. Heute gibt es Kichererbsen-Minestrone, morgen gibt es Putengeschnetzeltes und dann übermorgen diese Rinderfiletscheiben, diese Angus-Rind mit Kartoffeln und Möhren untereinander und das andere gibt es dann mit Basmati-Reis und Gemüse, mache ich das so ein bisschen asiatisch. Aber für fünf Tage habe ich bis jetzt nie geschafft, durchweg durchzuplanen. Da kam immer irgendwas dazwischen, weil das eine hatte keinen Hunger da drauf. Ich habe vergessen, das rauszuholen, um das wieder aufzutauen und so weiter. Also drei Tage schaffe ich locker und dann muss ich Mittwoch halt oder Donnerstag wieder einkaufen gehen. Und so habe ich das eigentlich ganz gut im Griff und bin dann nicht jeden Tag dran oder vergesse irgendwas im Kühlschrank oder. Könnt mir mal erzählen, wie eure Einkaufsroutine so ist. Und jetzt werde ich den Rest einräumen und dann endlich frühstücken. Und dann frühstückt die Rosi um 11:30. Wunderbar, läuft. Lässt du die Mama frühstücken eben? Das ist übrigens mein Frühstück. Rührei mit aus Hühnern, die nur mit Mais gefüttert werden. Das sieht man auf jeden Fall. Ist viel gelber als die normalen Eier, die man so kaufen kann. Ist fast wie unsere eigenen. Unsere eigenen machen aber Winterpause. Die legen im Winter grundsätzlich nicht. Dann Latte Macchiato und beobachte den Carlos dabei, wie der spielt. Hm? Nein? Doch? Ich beeile mich jetzt, ne? Ich beeile mich mit Essen. Und dann spielen wir zusammen. Okay? Gut.
bisschen zu warm mit dem dicken Pulli. Der Carlos und ich waren eben eine ganz kleine Runde spazieren. Jetzt liegt er oben im Bett und macht seinen Mittagsschlaf. Ich werde jetzt Mittagessen vorbereiten. So schnell geht Vormittag um. Schon allein, wenn man so einen Einkauf tätigt. Meine Güte. Wir haben jetzt 12:30. Ich fange jetzt direkt an, Mittagessen zu kochen. Heute gibt es ja Kichererbsensuppe aus dem Thermomix. Und ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in meine Einkaufsroutine, Food Haul, wie man immer ich dieses Video nennen werde, gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!